Naja, das Ziel war, in den Landtag einzuziehen. Da war ein großer weißer Fleck auf der Landkarte in Österreich. Wir waren noch nicht im Oberösterreichischen Landtag. Das Ziel war, reinzukommen und wir haben es geschafft. Hoffentlich. Ein heißes Thema ist ja derzeit natürlich auch die Impfung. Da haben Sie ja auch sehr konform mit den anderen Parteien gemeinsam einen Kurs gezeigt. Die FPÖ geht da ein bisschen einen anderen Weg. Was möchten Sie da jetzt in Zukunft machen? Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage überhaupt nicht, weil ich bin davon überzeugt, dass man in der Politik eigentlich sein sollte, wenn man Überzeugungen hat und zu den Überzeugungen auch stehen. Wir stehen für Freiheit, aber Freiheit kommt immer auch mit Verantwortung daher. Und gerade zum Beispiel bei den Schulen wünschen wir uns mehr Freiheit, weil diese Pandemie und dieses Missmanagement der Pandemie, wurscht, ob von Oberösterreich, vom Herrn Landeshauptmann Stelzer oder von der türkis-grünen Bundesregierung, wird derzeit am Rücken unserer Kinder ausgetragen. Und zwar ausschließlich deswegen, weil viel zu wenig Erwachsene geimpft sind. Und daher sage ich gerne auch noch einmal, bitte geht's impfen. Ja, da haben wir im Hintergrund ja eine schöne Fanbase und wir hatten jetzt das Ergebnis 2015, da hat es leider nicht ganz gereicht, um einzuziehen in den Landtag. Jetzt wird es reichen. Warum glauben Sie, ist das jetzt diese Hürde genommen? Ich glaube, wir sind gewachsen kontinuierlich. Also ich schaue ja immer auch ein bisschen oder versuche das einzuordnen und zu loten, wenn man sich überlegt, wie lange gibt es uns überhaupt schon? Wir feiern nächstes Jahr erst unseren 10. Geburtstag und wir sind jetzt dann in 7 Landtagen vertreten. Also das ist sensationell. Das ist eine Erfolgsgeschichte einer liberalen Partei, die es noch nie gegeben hat in Österreich. Leicht ist nicht, wo reinzukommen, denn die Beharrungskräfte und auch das Steuergeld, das dafür eingesetzt wird, sind enorm. Ich glaube, das sieht man überall, aber wir haben es geschafft, so wie es ausschaut. Was wird sich jetzt ändern, wo die Neos in den Landtag kommen? Also der Felix Eipeldauer, dem ich auch ganz besonders herzlich gratulieren möchte und dem ganzen Team hier. Das ist wirklich toll gemacht. Der Felix hat das klar gesagt, es braucht auch echte Kontrolle hier in diesem Land. Ich meine, die kuscheln sich alle in der Proporzregierung zusammen und reden irgendwie, dann ist es eh alles so super, aber es geht überhaupt nichts weiter. Und insbesondere aus Verantwortung gegenüber der nächsten Generation braucht es Kontrolle auf der einen Seite, aber auch einen Innovationsschub im Bildungsbereich, auch im Wirtschaftsbereich. Und den wird der Felix und die Julia Bammer, die als Zweite einziehen wird, das werden die beiden liefern. Ja, die ÖVP war der Favorit. Es könnte sein, dass sie wieder mit der FPÖ eine Koalition bilden, wie auch schon bisher. Was werden die Neos hier versuchen, um dem Gewicht ÖVP und FPÖ gut standzuhalten? Also, dass wir dem Gewicht ÖVP und FPÖ gut standhalten können, ich glaube, das haben wir auch ganz gut und ordentlich gezeigt auf Bundesebene. Ich erinnere an Ibiza, also wir leisten die Kontrollarbeit gegenüber Türkis-Blau, gegenüber Türkis-Grün. Also das können wir und das ist auch eine tiefe Überzeugung, weil Macht immer Kontrolle braucht. Weil sonst wird es nämlich Allmacht und für viele, viele, viele Ohnmacht. Und dafür braucht es uns auch in diesem Land und die Neos werden das leisten. Noch abschließend eine Frage: Wie wird man jetzt den Wahlabend ausklingen lassen heute? Ja, ich muss zurück nach Wien, aber es ist noch ein bisschen offen, wann. Also es kommt ein bisschen auf euch drauf an.